du scheiß Knecht. Ein Tag im Leben von Cristiano Ronaldo. So. Sollen wir machen? Wie lange geht das? Ja. 10 Minuten. Ist einer der besten Fußballer unserer Zeit und ein Idol für Millionen von Fans. Wir wissen alle, wie CR7 auf dem Platz ist, aber wie lebt Cristiano Ronaldo eigentlich abseits? Robotstar-Fans. Willkommen bei Wissenswert. Wir zeigen euch heute, wie ein Tag das kennt ihr da echt Leben nicht. Von Cristiano. Digga, ohne Witz, hat einer meine Fresse. Cristiano. Ich hab mir das schon mal vorgestellt. Einmal Cristiano Ronaldo sein. Junge, das, wie sich das anfühlen Routine. Muss. Die Zeitung GQ hat Ronaldo ja, so steht einen man ganzen auf. Tag genau so stehe ich auch auf. Und berichtet ausführlich darüber, Lächeln. Wie der übliche Morgen von CR7 aussieht. Dieser beginnt in seinem neuen Zuhause in Turin. Genauer gesagt in dieser Doppelvilla. Sieht chillig aus. Was findest du? Ich finde, geht so. Was? Mann, Junge. Daher, da Ronaldo tatsächlich nebeneinander bewohnt, die miteinander verbunden sind. Die Villa verfügt über einen riesigen Garten, einen beeindruckenden Ausblick über Turin, mehrere Pools und eine eigene Straße, die 24 Stunden Video überwacht wird. Junge, ich wäre so gern der Gärtner von Cristiano Ronaldo, dann würde ich den immer so ein bisschen sehen. Glaubst du, man kann da irgendwie ran? Guck mal, du kannst ja da unten rumstehen, ist ja nicht seins. Und dann weißt du, da oben ist Cristiano Ronaldo. Ich würde das voll cool finden. Oder glaubst du, dass viele da warten? Ja, Chat, wie erwartet, das ist auch so eine. Glaubst du, da chillen so richtig viele vor? Nicht viele, bestimmt. Junge, ich würde da 24. Was glaubst du, wenn da so ein Willi Wilson den ganzen Tag stehen würde? Das Gebäude soll Ronaldo daher gewählt haben, weil sie durch ihre Lage auf einem Hügel zwischen vielen Bäumen gut vor Paparazzis schützen. Nicht im Heiler-Kanal, einfach auf meinen Kanal. Das erste, was er sieht: seine Freundin Georgina Rodriguez. Sie ist Argentinierin. Die hat alles richtig gemacht im Leben. Sie ist Argentinierin. Die hat alles richtig gemacht im Leben. Die hat sich von Cristiano Ronaldo schwängern lassen. Wie clever muss man sein? 25 Jahre alt, Model und Mutter von Alana Martina, dem gemeinsamen clever. Kind von ihr und Cristiano Ronaldo. Five Head in den so Chat. Ist auch Cristiano Ronaldo. Ist der Nachname von dem Kind Dos Santos Aveiro? Das habe ich auch nicht verstanden, Digga. Zwei seine Kinder heißen Dos Santos Aveiro und zwei heißen Ronaldo. Voll komisch, ja. Ja, deswegen frage ich gerade. Hat sie eine Schleimmutter, oder? Nein, sie hat ein gemeinsames Kind. Sie hat ein richtiges Kind mit Cristiano, also was heißt richtig, Digga? Ein Kind, wo er reingespritzt hat, meine Fresse. Was soll ich euch erzählen? Ronaldos nächste Beschäftigung nicht verwunderlich. Er schlendert durch seine Villa und guckt nach seinen Kindern. Insgesamt hat er neben seiner jüngsten Tochter Alana Martina noch die beiden Zwillinge. Doch, Chad, ich schwöre, Eva, das ist wirklich einer Leihmutter ausgetragen wurden und inzwischen anderthalb. Was heißt denn von einer Leihmutter? Ich check's immer noch. Mann, Junge, hör mir jetzt zu. Es gibt Cristiano Ronaldo hat sich anscheinend seine irgendwo. Wirklich? Ja, damit Gott. Er nicht so gebunden ist an eine Frau, glaube ich. Das ist ja an sich clever. Aber Fräulein Georgina hat das System verstanden und hat ihn dazu gebracht, ihn halt reinzuhämmern. Gebunden ohne wurde. Verhütung. Digga, die ist durch, Freunde. Pfeifert. Ja, ich dachte. Sie immer, kümmert sich mies nur um eins von ihren fünf Kindern. Ich dachte, bei einer Leihmutter, das war so eine Dings, wie heißt das? Sowas wie eine Babysitterin. Mann, ich erklär's dir jetzt, okay? Hör mir zu. Ich erklär's dir jetzt. Mein Gott, Digga, er ist so ein Knecht. Ja, eine Leihmutter. Du bist ein Mädchen, du bist eine Frau. Cristiano Ronaldo, ja genau. Cristiano Ronaldo kommt zu dir und sagt, hör mal zu, ich hau dir jetzt meine, das wird künstlich gemacht, also was ist künstlich? Ich glaube mit einer Spritze einfach, du wirst befruchtet. Ich weiß, Freunde, Angaben ohne Gewähr. Du wirst befruchtet jetzt, Sydney, du als Frau. So, künstlich. Und das ist halt Cristiano Ronaldos... Das aber nur sein können. Ja, und dann sagst du, hör mal zu, ich mach das gerne. Die Leihmutter hat wahrscheinlich den einen oder anderen Euro dafür bekommen, schätze ich mal. Ja, glaubst du, die hat das aus Witz gemacht? Glaubst du, die hat sich gesagt, okay, Digga, geil, bin ich, achso, okay. Dann kam's raus, dann hat Ronaldo ihr wahrscheinlich einen Klaps auf den Po gegeben und meinte, Dankeschön, und das war's dann. Ich glaube, die hat ja gar keinen Kontakt, die Mutter hat ja gar keinen Kontakt zu Ronaldos Kind. Das ist schlau, ja, das ist sehr schlau. Ronaldo hatte Abwehr überlaufen im Bett. Junge, Georgina, also wirklich super gemacht. GG von mir. Insgesamt hat er neben seiner jüngsten Tochter Alana Martina noch die beiden Zwillinge Matteo und Eva, die von einer Leihmutter ausgetragen GG von mir. Und inzwischen anderthalb Jahre alt sind. Und sein GG, GG, Digga. GG, good game. Georgina, Spitzname GG. Ich möchte das jetzt bitte sehen im Chat. Dann fühle ich mich bestätigt. Ältesten Cristiano Ronaldo Jr., der bald 9 wird. Nachdem er seinen Kindern einen guten Morgen gewünscht hat, beginnt sein erstes Training. GG, GG. Im privaten Fitnessraum macht CR7 laut dem Sport Tour Magazine
verschiedene Bauchmuskel und andere Kraftübungen. Anschließend begibt er sich ins Badezimmer, wo er laut GQ ungewöhnlich viel Zeit verbringt. Er soll mehrere Schränke voller verschiedener Körperlotionen und Hautpflegeprodukte besitzen und sich bis zu einer halben Stunde lang im Bad vor dem Spiegel betrachten und sich dabei stylen. Danach geht's zum Frühstück. Dies fällt, je nach Zeitplan, recht unterschiedlich aus. Wenn Ronaldo bereits früh unterwegs ist, nimmt er... Ich stelle mich, wie man am Essenstisch frühstücken kann. Digga, überleg mal. Er setzt sich auf die Couch, macht Fernseher an, guckt irgendeinen Scheiß und isst dabei sein Müsli oder was auch immer er isst. Ede, sieht es bei dir auch so aus? Bei mir sieht es genauso aus ungefähr der Morgen. Nur, dass ich ungefähr nur schlafe und dann aufstehe. Das muss so krass sein, Digga. Der Typ ist die berühmteste Person auf der ganzen Welt, laut Instagram. Wusstet ihr das, Freunde? Es gibt keine berühmte Person als Cristiano Ronaldo. Und ihr kommt mir jetzt nicht mit Kim Kardashian oder Katy Perry oder sowas. Er ist der menschliche Account, der am meisten Follower auf Instagram hat und höchstwahrscheinlich auch der Mensch, den man am ehesten kennt. Was hat denn der für eine Uhr an? Das interessiert mich. Weißt du das? Siehst du das aus dem Blut? Der Mann hat nicht nur heftige Uhren, der hat alle. Digga, der Typ. Eher Kleinzeiten zu sich und konsumiert neben Proteinshakes auch viel Kolostrum, also Säuglingsmilch. Diese ist... LOL. Ja, Digga, der Mann wird's wissen. Ich hol mir die Kolostonsmilch da. Säuglingsmilch. Laut Experten... Junge, ich hab früher immer Eistee und so aus diesen Babyflaschen getrunken. Ronaldo keine dringenden Termine. Ich will Elis Blick gar nicht sehen. Er hat, ist sein Frühstück in der Regel recht üppig. Er hat eigene Köche. Digga, das hätte ich auch so gerne, Chat. Das ist wirklich mein, das wäre mein Luxus. Real talk jetzt. Stell dir vor, Sydney, du hast einen Koch, der für dich das geilste Essen macht, aber es auch krass gesund ist. Dann ist es nicht mal schwer. Die erzählen mir, die haben einen strikten Ernährungsplan. Digga, Ronaldo kommt nach Hause, da steht hier Jorge Mendes und macht ihn da irgendwelche vegetarischen, veganen, ohne Soja gemachten Spaghetti, wenn du die frisst, dann bist du auf einmal auf einem ganz anderen Level. So, das unterschmeckt wie in einem 5-Sterne-Hotel. Ich schwöre, das ist das, was ich am liebsten haben möchte. Einen privaten Koch. Wenn ich irgendwann Millionär wäre, würde ich mir einen privaten Koch holen. Das wäre für mich so eine geile Investition. Man muss nicht so viel Geld muss man nicht haben dafür. Doch, musst du schon haben. Digga, ein privater Koch, der muss ja 24/7 für dich da sein. So, ja, okay. Ich dachte jetzt eine Mahlzeit am Tag. Nein, Digga, der soll mir alles machen. Der soll bei mir wohnen. Ich richte dir ein schönes Zimmer. Nein, okay, übertrieben. Der soll in der Nähe bei mir wohnen. Ich richte dir irgendwas Schönes ein. Den musst du ja bezahlen, Digga. Private Köche, da musst du bestimmt 5.000 netto hinblättern. Achso. Zum Frühstück. Des frisches Obst, Gebäck, Joghurt und Cappuccino. In seiner Zeit bei Real Madrid war Ronaldo auch dafür bekannt, häufiger auswärts mit Freunden zu frühstücken. Doch auch wenn er dafür in die edelsten Cafés geht, kann er eigentlich kaum entspannen. Immer wieder kommen Fans, die Ronaldo um ein Foto beten. Statt davon allerdings genervt zu sein oder anzufangen, Fans abzuwimmeln, lässt sich Ronaldo geduldig fotografieren. An regulären Wochentagen geht es nach dem Frühstück zum Training auf Juventus Haupttrainingsgelände. Dort fällt Ronaldo. Wann hat man denn immer so Training als Profi? Frage an Sydney Friede. Wann? 10, 11 Uhr. Digga, überleg mal. Achso. Glaubst du, Juve hat zweimal am Tag Training? Nicht immer, ne? Einmal die Woche. Ja. Besonders auch seine außergewöhnliche Einstellung. Sein ehemaliger Mitspieler Conito sagte über Ronaldos Trainingsverhalten, dass sein Training wie eine Show ist. Viele Mitspieler, die schon lange dabei sind, drehen sich zu ihm um und gucken ihm öfters zu. Auch seine Ausdauer ist Trainingsverhalten, dass sein Training wie eine Show ist. Viele Mitspieler dabei sind, drehen sich zu ihm um und gucken ihm öfters zu. Auch können wir die Knie zusammen machen. Freunde, das ist einer aus Berlin. Das ist ein Jugendspieler. Bei STD, dann bei TB, dann ist jetzt RB Leipzig gewechselt, dann zu Schalke 2, dann zu Bremen 2 und dann zu Juve. Dass sein der hier, Freunde, der dunkelhäutige Spieler, die schon lange dabei sind, die Knie zusammen zu ihm um und gucken ihm öfters zu. Er hat den größten Flex, den man machen kann. Er hat ein Bild mit Cristiano Ronaldo hochgeladen. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Berliner, der ist ein bisschen älter als, ein bisschen jünger als ich und ich glaube, er ist auch jünger als du, ne? Ist das, ne? Ein bisschen? Ja, es ist er von... Was? Wer von euch hat gerade zu mir gesagt? Ich hab Nike gesagt. Ja, Junge, das ist der. Das ist der größte Flex, den man haben kann, Digga. Er postet ein Foto, wo er versucht, Ronaldo den Ball abzunehmen. Das ist richtig gestört. Und der ist ein Berliner Freund, ne? Ich hab sogar... Verrückter Mann. Echt krass, Digga. Nike, Junge. Ist der das? Das ist der. Ja. Ich weiß, dass er es ist. Ich kenn das Video. Auch seine Ausdauer ist ungewöhnlich hoch. Er trainiert deutlich länger als seine Teamkollegen. Tonito sagt...
dass Ronaldo Frederik, danke für deinen teilweise noch über eine Stunde auf dem Platz blieb und immer als letzter nach Hause ging. Douglas Costa so wuselig. Stimmt nicht ganz. Ronaldo fährt. Und zwar in einem seiner zahlreichen Luxusautos. Ronaldo ist ein wahrer Autofan und sein Fuhrpark daher recht umfangreich. Er fährt gerne Ferrari, besonders den Ferrari 599 GTO. Ich finde hinten voll los. Sieht aus wie Augen, sieht aus wie einer von Cars. Der Mann hat ein Leben, der hat ein Leben. Aber halt rechts am Popo vom Auto. Ja, Digga, aber das ist schon, weißt du was das... Mit diesem hatte er allerdings bereits einen Unfall. Doch das hielt ihn nicht davon ab, dasselbe Auto einfach nochmal für 300.000 Euro zu kaufen. Digga, die juckt den doch nicht, 300.000. Ronaldo noch Sportwagen wie den Porsche 911 Turbo, wie auch einen Lamborghini Aventador. Das ist heavy. Digga, ein Aventador, ein schwarz-matten Aventador. Was ist das denn? Aber warum steht der da so lost? Digga, ein schwarz-matten Aventador, ich krieg einen Anfall. Sieht aus wie einer von GTA oder so. Ich schwöre, der Mann sieht aus, als wenn der Level 45 ist oder so. Für längere Fahrten setzt Ronaldo auf SUVs wie einen Mercedes GLE oder einen Range Rover Sport. Doch das absolute Highlight von Ronaldo dieser Bugatti, ne? Asche ist ein 2,4 Chiron. Millionen Euro teurer Bugatti Chiron mit stolzen 1500 PS. Das Auto gilt als der beste Sportwagen der Welt mit Straßenzulassung. 2,4 Millionen Euro teurer Bugatti Chiron mit stolzen 1500 PS. Digga, 1500 PS. Freunde, ich habe ein C63 und der hat 500 PS und du drückst da aufs Gas und das Ding schallert dich nach vorne und das Ding hat dreimal so viel. 1500. Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Digga, wie willst du denn anfahren? 500 PS, was das für ein Unterschied ist. Wie fährt er denn an? Ich schwöre, als der beste Sportwagen der Welt so cool. Mit Straßenzulassung. Nach dem Training geht es Ronaldo recht ruhig an. Gibt einen neuen Bugatti 0 auf 0 bis 500 in 20 Sekunden. Was babbelst du? Man kann doch gar nicht so schnell fahren, oder? Die Reifen macht es doch nicht mit. Oder bin ich lost? Na, oberstes Prinzipien ist es, für jede sportliche Betätigung auch ausgleichend viel Ruhephasen einzubauen. Der pennt richtig oft am Tag. Quellen zufolge hält Ronaldo häufiger kurze Naps, um Powernaps zu tanken. Zum Mittagessen gibt es dann wieder eine Mahlzeit, die von Ronaldos eigenem Koch kreiert wird. So ein Ehrenmann, dieser Koch. Ronaldo ist großer Fischfan und isst am liebsten Goldbrasse, Schwertfisch und Seebarsch. Ebenfalls liebt er Steak, Thunfisch und insbesondere klassische portugiesische Gerichte wie Bacalhau à Brás. Nachmittags stehen dann verschiedene Dinge auf dem Programm. Wenn kein Fußballspiel ist, dreht sich Ronaldos Leben insbesondere um seine Familie. Er bezeichnet sich immer wieder als großer Familienmensch und so beginnt sein Nachmittag oftmals damit, dass er seinen Sohn Cristiano Ronaldo Jr. von der Schule abholt. Digga, wie kann er denn seinen Sohn Cristiano Ronaldo Jr. nennen? Jetzt mal early, Digga. Der war ja echt komplett lost. War irgendwann eine Fußball-Challenge gegen den. Ronaldo Jr. ist bereits selber im Verein aktiv und sein Vater legt viel Wert darauf, dass er das bestmögliche Training erhält. Doch Ronaldo... Ich glaube, der wird so getriezt, der Arme. Ja, Mann, ich glaube auch, ich schwöre. Ich glaube auch, der Ganze habe ich auch schon gesagt, ich glaube... Er muss ja auch gar nicht. Ronaldos Sohn und Messis Sohn, die werden so krass Druck haben, das ist nicht so wie was anderes. Aber der muss ja nicht. Ja. Der Mann kommt auf die Welt. Da war doch Autoschau, ja. Ronaldo, Junge, ich wäre fett. Fertig. Junge, hör mir zu. Ich erzähle euch jetzt den krassesten Zufall, den ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. An alle, die das nicht wussten. Cristiano Ronaldo wurde geboren am 5. Februar 1985. Lionel Messi wurde geboren am 24. Juni. Wie viele Tage sind das? Okay, das sind ungefähr, grob geschätzt jetzt mal, wie viele Monate? Fünf? Du weißt das jetzt. Nein, ich wollte es auf den Tag genau. Wie viele Tage Abstand? Ist ja scheißegal. So, und jetzt hör mir genau zu, Großer. Die Söhne von den beiden sind genau die gleichen Tage Abstand. Thiago Messi hat Geburtstag am 2. November. Und Cristiano Ronaldo Junior hat Geburtstag am 17. Juni. Digga, das ist zu viel für meine Nerven jetzt. Das sind 5 Monate und noch was. 130 Tage maybe. Auf jeden Fall, als für die das nicht wussten... Die sind auf den Tag genau der gleiche Unterschied wie Ronaldo und Messi zu Thiago, Messi und Cristiano Ronaldo Junior. Kinder hat Messi? 2 oder 3? Messi, ich glaube, Messi hat 3 Kinder. Ja, Ronaldo hat auch 5 Kinder. Was babbelst du? Das ist wirklich so. Ich schwöre, das ist so. Jemand soll mir das ausrechnen. Das kannst du doch safe googeln. 5. Februar bis
Wann hat Messi Geburtstag? 24. Juni meinst du gerade. Mann, Digga, dass ich mir das nicht gemerkt habe. Cristiano hat 7? Nein, Cristiano hat doch 5 Kinder, oder nicht? 24. Juni. Guck mal, Messi 5. hat 3 Kinder und Cristiano hat 5 Kinder. Und ist doch klar, dass bei irgendwelchen so ungefähr der Unterschied ist. Bist du dumm? Digga, es ist der gleiche Tag. 135 Tage sind das. Wie viele Tage sind das? Das muss doch hier irgendwo stehen, Digga. Das ist egal. Es ist für alle, schau mal. Auf jeden Fall habe ich recht. Es ist der gleiche Tag. Ist bekannter Mann nicht nur Fußballer, er ist auch einer der größten Werbestars der Welt. Fast jede Woche ist daher mindestens ein Tag voller Termine und Shootings. Bei internationalen Terminen nutzt Ronaldo dafür meist sein eigenes Flugzeug und nimmt seine und das ist das geilste Wasser, was es auf der Welt gibt. Dieses blaue Wasser, Freunde. Das ist spanisches Wasser. Ich habe noch nie in meinem Leben so leckeres Wasser getrunken. Und dann alle, die sagen, Wasser schmeckt gleich, ihr seid Knechte. Es schmeckt nicht gleich. Deine Freundin Johnny mit. Vor 3 Jahren kaufte er eine Gulfstream G200. Ich wäre so gern Ronaldos Freundin. $1 teures, zweistrahliges Jetflugzeug, das einen äußerst luxuriösen Innenraum besitzt. Doch all das ist... Ich würde den Mann auspumpen so. Wie eine Pumpe. 869 Tage zwischen den Geburtstagen und bei den Kindern auch. Also jahresübergreifend so. Ja. Ich würde den Mann auspumpen, Freunde. Ich würde eine Performance im Bett abliefern. Das habt ihr noch nicht gesehen. Für Ronaldo alles eher Freizeit. Wasser schmeckt mies anders, ja. Ist auch so. Durch und durch Athlet und lebt für den Sport. Wenn ein Fußballspiel für Juventus ansteht, dann durchläuft Ronaldo zuvor einige außergewöhnliche Rituale. Bevor er in den Mannschaftsbus steigt, wählt Ronaldo laut dem 442 Magazine erstmal die passende Musik aus, die ihn dann motivieren soll. Cool. Ronaldo schwört auf die Wirkung von guter Musik und hat für jedes Spiel eine individuelle Playlist. Am liebsten hört er Hip-Hop und Reggae. Wenn Ronaldo dann mit seinen Teamkollegen am Stadion erscheint, macht er sich warm und führt spezielle Dehnübungen aus. Zusätzlich trinkt er zwischendurch immer wieder ein spezielles Sportgetränk, das Vitamin B12 und reichlich Elektrolyte enthält. Level up, Freunde. Damit sein Körper ausreichend trinkt Level up, Leute. Ich wäre gerne Ronaldos Eichel. Digga, ich wäre alles gerne an Ronaldo. In der Kabine soll Ronaldo laut Ex-Teamkamerad Wayne Rooney eine recht außergewöhnliche Aufwärmtaktik haben. Rooney sagte in einem Interview über seinen Teamkollegen damals: In der Zeit, als ich mit Ronaldo zusammengespielt habe, war das Auffälligste bei ihm, dass er nicht an seinem Spiegelbild vorbeilaufen kann, ohne es zu bewundern. Selbst wenn wir kurz vor einem Spiel sind. Ronaldo soll laut Rooney vor jedem Manchester United-Spiel seine Reflexion im Spiegel betrachtet und sich dadurch selbst motiviert haben. Ebenfalls sagte Rooney, dass er noch nie eine Person mit größerem Selbstvertrauen erlebt hatte als Cristiano Ronaldo. Ich glaube, Rooney ist voll der Hater. Selbstvertrauen, ne? Überall, Digga, überall, Freunde. Ohne Witz, im Selbstvertrauen macht so viel im Kopf aus. Egal in welcher Hinsicht, wenn ihr denkt, ihr seid der Beste oder wenn ihr denkt, ihr seid richtig geil, seid ihr es auch, Mann. Dann seid ihr es auch. Digga, es gibt einen Film, Freunde, ich will nur kurz die Kurzversion erzählen. Es gibt einen Film, da ist ein Mädchen, sie denkt, sie wäre voll hässlich und dann eines Morgens steht sie auf und sie sieht immer noch so aus, wie sie halt aussieht, aber sie selber sieht sich im Spiegelbild als voll die Granate, aber alle anderen nicht. Das ist so ein Fantasy-Ding. Und dann, weil sie denkt, dass sie so geil ist und so voll selbstbewusst ist und so, stehen dann diese ganzen Playboy-Typen auf sie, weil die Jungs das voll, also weil sie so attraktiv wirkt, weil sie so denkt, dass sie hübsch ist. Wisst ihr, was ich meine? Scheiße erklärt, aber ihr wisst, was ich meine. Wie heißt der Filmchat? Kann mir das einer erzählen? Nein, kann es nicht. So, wenn das Spiel vorbei ist, verlässt Ronaldo das Stadion noch nicht sofort. Er sagte der spanischen Zeitung AS einmal, dass er auch eine Routine für die Zeit nach dem Spiel verfolge. Diese beginnt damit, dass er eine sehr kohlenhydrathaltige Mahlzeit wie Pizza oder Nudeln zu sich nimmt und daraufhin im Wechsel sehr... Bei Bernd gibt's nach jedem Spiel Pizza. Hat er sich abgeguckt. Echt jetzt? Hat er abgeguckt, ja. Heiß und anschließend sehr kalt duscht. Seine Routine hat er sich abgeguckt. Endet mit einer 20-minütigen Schwimmrunde. Bei der Schwimmen ist geil. Eine Aussage, seinen so Kopf anstrengend. Ja, Mann. Freunde, Schwimmen. Schwimmen ist so eine krass anstrengende Sportart. Das ist, glaube ich, ein Sport, wo du besser bist als ich. Schwimmen? Gas und Bankdrücken. Ich bin noch besser als du im Volleyball. Nein. Schwimmen, Freunde, ist... Ich war mal in einem Hotel. Oder ihr kennt die Hotels. So, ich finde Schwimmen so krass entspannt, wenn ihr so alleine seid. Oder im Meer. Und dann so... Ich finde, beim Schwimmen kriegt man den Kopf voll frei. Ihr würdet... Der sitzt am Beckenrand. Ja, Beckenrand chillen ist auch cool, aber ich rede davon, wenn es leer ist und du so ein bisschen rumschwimmen kannst, das ist voll geil. Kopf frei bekommen. Und Tischtennis ist Sydney besser, muss ich eingestehen.
macht und sich Spiel ablenkt. Wenn mal keine Werbetermine und auch beruflich bei Juventus keine Spiele anstehen, dann macht Ronaldo in der Regel Urlaub. Diesen verbringt er üblicherweise jedoch nicht an Land, sondern auf dem Wasser. Zwar in einer Luxusjacht, die Ronaldo regelmäßig für Urlaube chartert. Zusammen mit mehreren Freunden, seinen Kindern und seiner Freundin Georgina bewohnt er die Yacht dann für einige Tage. Doch auch wenn seine Urlaube auf Entspannung ausgelegt sind, so trainiert Ronaldo trotzdem sehr fleißig weiter. Auf Instagram veröffentlichte er während seines letzten Urlaubs in Griechenland ein Video, in dem er, sein Sohn und ein paar Freunde ein nächtliches Training in der Natur veranstalten. Der arme Kleine, ich als letztes kommt er zu Ronaldo. Ronaldo hat es ja null interessiert. Ronaldo. Der wartet nicht mal. Der Mann gibt da 110%. Mit seinen Freunden und seiner Familie. Öfters wird dann auch aus. Also ich sag's immer wieder, der größte Gewinner aus dieser ganzen Aktion ist Gigi. Warum? Weil sie das gleiche Lifestyle hat wie er, nur dass er sich halt immer, er muss immer trainieren. Digga, Georgina steht auf, die denkt sich, die macht kurz eine Insta-Story mit ihrer Schminke, geht dann zu irgendeiner Modelshow, lässt sich da ein paar Mal weghauen und hat den Lifestyle ihres Lebens, Digga. Da sehe ich mich auch drin. Gigi. Soll ich euch bitte das Krasseste erzählen? Als sie in, ich habe mir das ausgerechnet. Wie alt ist Gigi? Ich gehe der Sache jetzt nochmal auf den Grund. Achso, ich würde schätzen 26. 6-0, Eli. 6-0? Perfekt. Hä, haben die geheiratet? Partner? Ne, die haben noch nicht geheiratet. Noch ist Gigi nicht komplett durch. Wenn Gigi den Finger hingibt, dann ist sie durch. So, die Frau ist 26 Jahre alt. Und jetzt müsst ihr euch das mal überlegen. Als Ronaldo 25 war, war sie 15. Ronaldo wurde zum ersten Mal also ich glaube, er war ungefähr bei Real oder er wurde Weltfußballer, als er bei Real war, ungefähr. An die Klugscheißer, die jetzt schreiben, er wurde mit 26, nervt mich nicht. Es geht um die Botschaft. Als sie gerade für ihren MSA geübt hat in Spanien und Angst hatte, dass sie irgendwelche Präsentationen nicht 10 Notenpunkte bekommt, hat Cristiano Ronaldo den scheiß Ballon d'Or gewonnen und sie hat es organisiert bekommen, sich zu schwängern zu lassen oder hat es organisiert bekommen, diesen Mann zu klären. Digga, die war 15 und der Typ wurde Weltfußballer und hättest du, ihr wisst, was ich meine, wie krass das ist. Habt es jetzt im Kopf, nimmt es in euch auf und überlegt euch jetzt nochmal, wie krass das ist. Und insbesondere Alkohol meidet Ronaldo jedoch. Ohnehin hätte er dafür auch kaum Zeit. Denn sein Abend ist für gewöhnlich schon sehr früh vorbei. Bereits gegen 9 Uhr abends geht Ronaldo schon schlafen. Er legt viel Wert darauf, dass sich sein Körper ausführlich regenerieren kann. Ich gehe auch immer früh schlafen. Das beste Mittel dafür ist ein langer Schlaf. Doch zu lang darf er auch nicht sein. Und so steht Ronaldo morgens meist schon recht früh auf. Gib mir doch mal eine Zahl. Uhr ist er in der Regel bereits wach. 5 Uhr morgens. Da bin ich auch wach. 5 Uhr morgens, Alter. Um 5 Uhr morgens steht er auf. Neuer Tag im Leben von Cristiano Ronaldo kann nun beginnen. Das war's mit Wissenswert. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, wen ihr besser findet. Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi. Wir sehen uns dann immer das nächste Mal, Frage, Leute. Digga. Immer diese Frage, wer besser ist.